Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Wir schlafen eine Runde und wir wissen ja schon, was passiert. Und zwar kriegen wir ein Baby. Süßes kleines Baby. Bitte ist es nicht grün und sieht aus wie eine Gurke. Bitte nicht, bitte nicht, bitte sieht es normal aus. Mein Gott, ich habe mir keinen Namen überlegt. Das ist nicht cool, doch ich habe einen Namen. Ha. Haben wir einen Namen überlegt. Okay, unser Baby kommt. Bitte sei nicht grün und sieh aus wie eine Gurke. Bitte nicht, bitte nicht. Es wäre eine meiner größten Wünsche, dass unser Kind jetzt nicht aussieht wie etwas Verunglücktes. Okay, es hat nur grüne Augenbrauen. Das ist in Ordnung. Es sieht aus wie ein Junge, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich den Mädchennamen nicht nehmen, den ich wollte. Okay, aber weil es grüne Augenbrauen hat, nennen wir es einfach mal Link. So, damit haben wir ein zweites Kind. Ist schon mal super. Ah, du kriegst von mir einen Klingelfischi. Miau, Schnür, Schnür. Emily. Oh, danke. Bevor ich losziehe, soll ich das nehmen? Wow. Du kriegst von mir ein Aroma-Update. Du bist jetzt eh fast voll, mein Wow. Ah, Link. Hallo, Link. Es sieht bescheuert aus. Ja, es ist wirklich ein Junge. Schenken. Du kriegst jetzt auch jeden Tag ganz viel Babymilch. Hat es Geburtstag? Ja, es hat heute Geburtstag. Ich bin blöd. Ich dachte mir gerade so, hey, warum kriegt das doppelte Punkte? Das ist mir eingefallen, es hat ja einfach Geburtstag, weil es gerade geboren wurde oder halt gebracht wurde. Dann schauen wir mal zu Fiona. Mama, ich kann mal wieder Milch kaufen. Jetzt brauche ich Milch für zwei. Das ist ein bisschen uncool. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob die uns mal hochsteigen oder so. Der Erwa hat sich unser komisches Gasgefäß angesehen. Es gefällt mir. Das finde ich sehr schön. Einen schönen Tag wünsche ich dir, Rivale. In den letzten Tagen habe ich nicht nur ein respektables Leistungsniveau für meine Werkstatt aufrechterhalten können, sondern es ist mir auch persönlich gelungen, das Leben eines jeden Bürgers in Portia persönlich positiv zu beeinflussen. Ich bin gekommen, um meinen Triumph über die freundschaftlichste Person der Stadt zu verkünden. Zumindest war es das, was ich sagen wollte, alles, was ich dann begann. Also, Leila, ich war ein Idiot. Ich meine, manchmal warst du auch ein Idiot, aber wahrscheinlich war ich der größere Idiot. Ich dachte, Sun war auch noch. Ich dachte, wenn ich dich in der Stadt übertreffe, dann könnte ich dir vielleicht den Schmerz verständlich machen, den ich damals empfand, als ich bei der einzigen Sache, die mir wichtig war, nur an zweiter Stelle stand. Doch, ich bin nicht gut mit dem schmalzigen Zeug. Hör zu, ich werde das nur einmal sagen. Also vergiss es besser nicht, okay? Du bist eigentlich ein wirklich guter Mensch. Ach, die Worte sind Feuer auf meiner Zunge. Egal, wie gemein ich zu dir war, du kamst immer wieder zurück, um mit mir abzuhängen. Du wolltest trotzdem mein Freund sein. Ich konnte es einfach nicht begreifen. Ich hatte irgendwie angenommen, dass alle Menschen schlecht sind. Ich machte eine abfällige Bemerkung und stürmte davon und verließen mich. Ich dachte mal, gut, dass wir sie los sind und machte mich einfach wieder in die Arbeit. Ja, aber du bist geblieben. Du hast meine Lebensanschauung zerstört, du Idiot. Verzeihung, jedenfalls begann ich, dich besser zu verstehen, indem ich nacheiferte und den Leuten in der Stadt. Es fühlt sich tatsächlich gut an, Dinge für Menschen zu tun. Wer hätte das gedacht? Wo war ich? Ach ja, Anwesenheit anderer Menschen bringt mein Arbeitsleben wirklich wieder ins Gleichgewicht. Ich bin jetzt viel glücklicher und ich muss dir dafür danken. Okay. Das war's. Jetzt kommt eine Sehne. Keine Ahnung, vielleicht umarmt er uns jetzt. Okay, gibt uns die Hand. Na los, jetzt schüttel mir die Hand. Wir haben schon so viel durchgemacht oder so. Ja, du bist ein wahrer Freund. Danke, Higgins. Großartig, jetzt sollten wir über alles nie wieder sprechen. So, nächster Punkt der Tagesordnung. Unsere Zusammenarbeit beim Haus von Huss und Tuss hat mich auf eine Idee gebracht. Wir müssen ein Schiff bauen. Nicht irgendein Schiff, das fabulöseste, blimblam, Schiff. Ein Schiff, das überall hinfahren könnte. Das größte jemals gebaute Schiff. Die Art von Schiff, die niemand von uns allein bauen könnte. Aber eines, das wir alle zusammenbauen können. Ein Freundschaftsschiff. Aber wir werden es nicht so nennen. Das ist zu kitschig. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Ich werde alle anderen Handwerker rund um Portia zusammentrommeln und dann mit dem Plan zu dir kommen. Kannst du mit Mason reden und ihn fragen, ob er helfen würde? Ich weiß, er ist im Ruhestand, aber so hört er auf dich. Ja. Oh, und noch etwas. Nur weil wir jetzt Freunde sind, heißt es nicht, dass ich aufhören werde,
dich in allen schlagen zu wollen. Behalte die Rangliste in diesem Monat im Auge, Layla. Ein Freundschaftsschiff. Tatsächlich ist es die letzte offizielle Hauptmission. Ganz viel eng gesammelt. Haben wir eine Party oder so? Ich habe nicht mal eine Ahnung, welcher Tag heute ist. Das ist nicht so positiv. Was haben wir denn heute? Also, Karte sieht alles chillig aus. Freundschaft. Oh, hier, Link und Fiona. May hat heute Birthday. Kriegt er von uns wahrscheinlich einfach wieder so ein Dings. Haben wir heute Party? Haben wir Party? Wir spielen heute mit Higgins und Party haben wir am... Da. Okay, ich habe wahrscheinlich noch keinen eingeladen und muss noch alle Einladungen verteilen. Oder habe ich das schon gemacht? Ich bin mir gerade unsicher. Gut, für May. Ich möchte gerne ein Fotoapparat schenken. Machen wir mal ganz kurz ein. Also ich könnte dir natürlich auch dieses Hirschgeweih da schenken, aber das möchte ich selber behalten. Die Kamera leichter hier zu stellen. Sie denn unter tragbare Dingsies? Ja, da ist die Kamera. Hier einmal. Ah ja, ganz easy. Ich habe eine Menge Arbeit. Ja, ach, du leistest so viel Arbeit. Ich kann dir nicht genug danken dafür. So, jetzt aber erstmal hier rein und später dann spielen mit Higgins. 2 Stunden bespielen, der wird jetzt auch gleich runterrennen wahrscheinlich. Und wir können uns den guten Auftrag schnurren. Okay, wen haben wir denn da? Remington oder Russo? Ist Remington oder Russo noch auf meiner Liste? Remington. Nee, den habe ich schon. Dann müssen wir eigentlich Russo nehmen. 2 Ledergürtel. Hätte der 3 wasserdichte Lampen gekommen. Wir nehmen einfach ihn. Nehmen wir Russo und werden glücklich. So, 2 Ledergürtel. Easy. Schau mal an die Workstation hin und fertig ist es. So, davon steht er nämlich auch dann gleich. Und Higgins hatte noch so ein bisschen Zeit, also mit Mason werde ich auch später erst reden. Zu Dana wollte ich dann noch kurz gehen. Ah, da hinten ist Emily und räumt irgendwas zusammen. Also wahrscheinlich war Ack schneller, aber der Gedanke zählt. Ein bisschen Qualileder verbraucht. Braucht ja auch hier irgendeine Herausforderung. Hello. So, hello, ein Handelsabfluss. Das sollte passen. Ja, cool. Haufen Money. Und 31 Freundschaft mit ihm. So, die gute Dana kriegt natürlich gleich wieder eine Kommode von mir. Was ist jetzt wieder vor, wie sie es gesagt hat? Als wenn ich irgendwas Schlimmes machen würde. Aufmerksam von dir. So, Higgins steht da schon rum. Ich kann mit Higgins noch nichts anfangen. Schau ich mal ganz kurz, ob ich auf der Map sehe, wo denn gerade die gute May am rumlaufen ist. May, ist sie da drin? Remington, nein. Keine Ahnung, ist sie hier rübergelaufen? May, bist du? Könntest schnell zu Sophie gehen und ihr den Wassereimer geben, dass die alle endlich hochsteigt. Ist die Petra, Ginger, Gail, Antoine, Mint, Donna, Laura, Presley? Nein. Remington, Sanva, Eva. Die ist einfach out of space, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wo die alte steckt. Hier unten vielleicht? Nein. Ich suche May. Und irgendwie spinnt heute so ein bisschen meine Maus. Ja, da hoch müssen wir zum Mason irgendwann. Na, der kommt ja abends immer runter, deswegen ist das jetzt, denke ich mal, nicht das Problem. Keine Ahnung, wo die alte steckt. Das ist echt lustig. Okay, die werden wir schon noch im Laufe des Tages finden. Dann schauen wir jetzt erstmal rüber zu guten. Ne? Sophie, dass die vielleicht aufsteigt. Auf jeden Fall cool. Mal schauen. So, ist sie denn die Sophie? Bitte die Hühner von der Emily. Eine Stunde bespielen. Ja, Higgins kann sich mal beruhigen. Ja, deine Enkelin. Meine Ehefrau. Gut, dass ich dir das nicht erklären muss. Wahrscheinlich so, ach, ihr wollt befreundet sein. Okay, befreundet könnt ihr sein. Den Rest hat sie dann irgendwie nicht so verstanden. Aber okay. Wir haben 2 Kinder zusammen. Aki, ich habe da was. Nicht fürs Kochen, aber für die Landwirtschaft. Ich habe noch ein bisschen. Genau, das soll gerade Kopfsalat anpflanzen, weil die irgendwie auf sehr spezielle Weise einfach weg waren. So, hallo Higgins.
Let's start the game hier, ne? Ich hoffe, du hast einen Snack mitgebracht. Ja, wir können dann auch snacken gehen, wenn du willst. Ja. Snacken gehen wir aber später. Jetzt gehen wir das Essen nach da unten, gehen reden und dann wippen. So. Wie teuer ist heute alles? 82 Uhr. Heute kann man sich ganz viel Scheiß kaufen. Schön. Also heute ist Misteinkauftag. Da ist Mason gerade. Ich finde, weil Higgins ja schon dabei ist, können wir gleich mit Mason reden. Nichts. Hey Mason, Higgins und ich arbeiten an einem großen Projekt, an dem alle Handwerker der Stadt teilnehmen. Ich passe. Okay. Warte auf Higgins Plan, okay. Higgins hat dann scheinbar den Plan. Ja. Komm, wir setzen uns hier hin und reden. Irgendwie ist er schon lustig. Sehr lustig sogar. Ich finde es immer schön, dass manchmal was auf Englisch dasteht, weil es irgendwie noch nicht so revolutioniert ist, weil das jemand nach dem Spiel noch weiterspielt. Obwohl nicht so gewollt. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, da kommt die May angelaufen, dann können wir schnell zum Papa Bär und dann gehen wir mit den Higgins weiter. Ey, bleib mal stehen. Ja, du kannst bestimmt helfen. Aber ich möchte was geben, und zwar eine Kamera. Okay, das war's dann mit dieser Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time Portia. Bis dahin. Tschüss.